Herzlich willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. 102 Boys, Asozial Allstars 3. Die 102 Boys sind eine Rap-Gruppe aus der Stadt Leer in Ostfriesland. Die ersten beiden Teile der Asozial Allstars-Reihe erschienen im November 2018 und im April 2019. 6 Monate nach dem zweiten Teil kommt nun Teil 3. Die Tracklist und die Features wurden bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das Album kommt über Jinx Music und erscheint als Box. Azero Bella. Das letzte Release von Azero erschien im Januar 2017. Jetzt kommt der Berliner mit seinem Debütalbum. Bella kommt mit 12 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Diloman, Olexesh und Sido. Das Album kommt über Business Club Records und erscheint digital. Dosis, Sticks, Packs, Plompen. Dosis ist ein Rapper aus Offenbach, der vor allem durch seine Features auf diversen Haftbefehl-Alben Bekanntheit erlangte. Nach vielen Features bei den diversen Frankfurter und Offenbacher Rappern kommt nun sein erstes richtiges Release. Sticks, Packs, Plompen beinhaltet 21 Tracks und kommt unter anderem mit Features von Haftbefehl, Millionär und Olexesh. Das Release kommt über 069 und erscheint digital. Raf Camora Zenit. Es gibt wohl kaum einen Rapper, dessen Karriere in den letzten Jahren so steil nach oben ging wie die von Raf Camora. Auch in Sachen Promophase, welche hauptsächlich in Wien durchgezogen wurde, setzte Raf neue Maßstäbe. Der Albumtitel Zenit, was so viel wie Höhepunkt bedeutet, ist somit sehr zutreffend. Zenit beinhaltet 18 Tracks, Features kommen unter anderem von Bones MC und der französischen Rapgruppe Ghetto Phänomen. Das Album kommt über Independenza und erscheint als CD, als Box und auch als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.